Heute möchte ich Ihnen zur Abwechslung mal ein nützliches Gratis-Tool vorstellen. Es handelt sich dabei um ein browserbasiertes Mindmap-Programm. Das heißt, Sie müssen nichts mehr runterladen, sondern können direkt online mit der Software arbeiten. Das hat den Vorteil, dass Sie von überall her, sofern Sie einen Internetzugang haben, auf das Programm zugreifen können. Das Tool nennt sich Bubble.us. Was eher wie ein Virus tönt, ist in Wirklichkeit aber ein einfach zu bedienendes und sehr nützliches und bequemes Mindmap-Tool. Bestens geeignet, wenn man sich mal die eine oder andere Situation strukturiert aufzeichnen möchte und sich einfach für eine Besprechung eine Ablaufhilfe aufsetzen will. Ich verwende dieses Programm auch ab und zu zum Brainstormen, besser gesagt, um Ideen aufzulisten. Wie funktioniert Bubble.us? Nachdem Sie sich beim Programm angemeldet und einen Account eingerichtet haben, haben Sie auf der Benutzeroberfläche die Möglichkeit, einfache Mindmaps zu erstellen. Geben Sie dazu im Hauptthemenfeld im Zentrum des Mindmaps den Schlüsselbegriff ein. Anschließend fahren Sie mit der Maus über das Feld, klicken auf das Symbol Zweig hinzufügen und Sie erhalten einen neuen Unterzweig. Das können Sie dann so oft machen, wie Sie neue Unterzweige benötigen. Indem Sie auf das Feld klicken, die Maustaste gedrückt halten, können Sie den ganzen Zweig dorthin verschieben, wo Sie möchten. Möchten Sie einen Zweig löschen, dann fahren Sie mit dem Cursor einfach wieder über das Symbol, klicken auf das rote Kreuz und der Zweig wird gelöscht. Sie können bei jedem Stichwort immer wieder neue Unterzweige einfügen, wie es eben bei einem Mindmap funktioniert. Aber achten Sie darauf, dass Sie nicht zu viele Zweige erstellen, weil sonst das Map relativ klein wird und sehr schwer leserlich. Wollen Sie bei einem Zweig die Farbe ändern, fahren Sie mit der Maus wieder über das Feld, klicken auf das Farbsymbol und wählen eine andere Farbe aus. Das wiederholen Sie einfach bei jedem Feld, das Sie farblich verändern möchten, und passen das an. Auch die Schrift können Sie nach dem gleichen Vorgehen vergrößern oder verkleinern. Möchten Sie das Map exportieren, das heißt speichern, dann klicken Sie auf Export, wählen Sie aus, in welchem Format das Objekt gespeichert werden soll, und schließen Sie ab mit Klicken auf Export. Genauso funktioniert es beim Drucken. Einfach auf Print klicken, das Format hoch oder quer auswählen und die Datei ist bereit zum Ausdrucken. Zum Speichern klicken Sie oben rechts auf Save und geben anschließend der Datei einen aussagekräftigen Namen. Sie können zu den einzelnen Themen auch entsprechende Ordner anlegen natürlich, um die Dateien dann darin zu speichern. Die Dateien können dann innerhalb der Ordner auch hin und her geschoben werden. Das ist bei diesem Programm ebenfalls möglich. Ein raffiniertes und nützliches Tool, wie ich finde. Und der ist noch gratis. Mir gefällt es auf jeden Fall und ich benutze es relativ oft. Wenn jemand von euch auch ein spezielles Programm, also das ähnlich wie Bubble funktioniert, kennt, dann würde ich mich freuen über einen Kommentar im Kommentarbereich. Für Digiprodukte, Robby Lack.